Schildchen. Du hier! Da fällt er mich von hinten. Oh ja! Oh, danke dir, Hilfe. Ja, es geht auch relativ schnell, dass du dann mit dem runtergehst. Ja, ja. Bitte machst du das dann nachher im November auch? Da geht das immer zu. Rolli, da geht das dann immer zu. Thorsten, ja. Rolli, ja. Rolli. Ja. Und dann gucken wir auf unseren Lebensbalken, okay. Ja. Oh nee, ich glaube, da wird schon lustig werden, Leute. Aber das ist denn ein anderer Grund, weißt du, wenn Kirche denn sagt, Rolli, Thorsten, dann heißt das immer Don Carmelo. Prut! Oh, den Film habe ich gestern Abend gesehen, wenn Rolli. Noch einer muss, aber dann ist schon. Oh, Rolli, den ganzen Film habe ich mir reingezogen und das war so der Hammer. Das ist wirklich was für die Seele, echt. Aus ehrlicher war es auch, ich habe das so abgefeiert, ey. Weil das, wie gesagt, das war, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf Quatsch gemacht. Aber okay, Federico, okay, I understand. Oh, wait. Okay, wait. Aber es ist ja aus dem Leben gegriffen und das macht. Ich fand das so herrlich, ja. Ne, es ist ja tatsächlich so. Ja, leider lebt der Sprecher nicht mehr. Ja. Und der eine auch nicht, ne? Der Jan und der. Na, der Sprecher auch nicht mehr, leider. Ja, ja. Alles klar, also wenn er sich nicht irrt, hat er die Anfragen alle angenommen. Okay, cool. Also habt ihr ihm alle den, ne? Thorsten? Ja, warte, oh! Mann, die schießen von hier oben. Das ja, ich wollte gerade sagen, so. Ich hab vor, die würden von unten schießen. Naja, nee, aber hier so von hinten, so von... Killua! So, Rolli Hai und... Harry. Ja. Killua ist auch ein schön. Ich hab ein Hello Kitty Pflaster genommen. Da waren ja Sprecher drin. Ich habe mir das erstmal angeguckt, wer die alle spricht und wer das alles ist. Da, ne? Es ist der Wahnsinn. Ein gegnerischer General zieht sich runter. Ihr letztes Aufbäumen. Wie weit seid ihr mit Verbrecher aus dem All? Nicht mehr lange, denke ich. Wieso hast du einen am Start? Oh, Erik, du jute Seele, du. Hat der ihn auf der Pfanne? Ja, Erik, hast einen auf der Pfanne, du jute Seele. Da hinten ist der Kapitän da. Ja, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch, Erik. Wir machen nur noch den Anführerplatz hier. Wo ist denn der? Da hinten, General Seder. Im Westen hier. Der Wäldchen. Ist angreifbar. Ja. Hier steht die Flasche. Ich danke euch, Leute. So, wir haben gewonnen. Wir haben sowas von gewonnen, Leute. Also, we are the best. Baue ich ein weiteres Mal auf eure Unterstützung. Okay, Federico. Wie go after this. Erik, machst du das jetzt noch, die Atombombe oder wie? Kryo-Magazin, Helium. Ah. Okay. Okay. Later okay, we go okay. To my camp and then we make a little next party. Camp. Das ist ja wie so eine Party. Mein Camp hingebaut. Alles klar. Nein. Erik hat sein Camp hingebaut, ist fertig, ja? Ich habe hier meinen Hänger aufgestellt, falls einer was braucht. Ach, Erik hat sein Camp. Sehr schön.
denke, du warst. Wie gesagt, Kirsche, was ich jetzt sage, ne, ist im Team hier in the game. Ne? We would then be happy to have you join to our team. Also nachher, wenn wir die Atombombe mit Erik geklärt haben, dann nehmen wir ihn da unten auf und dann, so dass es ein bisschen offiziell auch ist, ne? Dass wir auch wissen, er gehört dann auch zu uns, wenn wir uns dann mal hier treffen. Okay. Er macht seine Dailies gerade. Let you go. Ich nicht hier. Alles klar. Was ist das? Atlas? Nee, was wäre? Nein, er macht gerade seine tägliche und ja, dann kommt er zu uns. Der um uns rumläuft hier, Atlas, ja. Atlas läuft hier rum. Atlas 14K. Der sucht hier was, ja. Ach so, okay. Na gut. Erik, wie viel Prozent hast du denn? John, was ist los, John? Kommst du in den TS oder kommst du in den TS, John? Ich stehe schon seit 10 Minuten am Sprechfunk, Dingsbums. Warte, warte, müsst ihr mit euren. Wir sind durch, Thorsten. Du kannst, Erik. Also, Erik hat nichts dagegen, wenn du zu ihm Klaus oder Thorsten sagst. Das ist ihm egal. Genau, Bernd. Das wusste ich. So, auf zu Sticks Camp. Ja, los, abfahren. We join to Sticks Camp in the near the Primaris. Ah, okay. And then after this event, I make your armor and weapon, okay? Thank you. Gut, dann haben wir das auch. And Mr. Siebenstein, ist der raus? Ja, ja. Dann ist morgen um 2:30 schon wieder raus, ne? Yeah. Das muss ich auch noch mal mit seinem Chef klären, ey. Was ist wichtiger, ey? Zocken oder hier arbeiten? Jetzt mal im Ernst, Rolli, wa? Ja, das, also, da gibt's doch wohl keine Frage, das oder? Das sehe ich auch so. Na. Ja, ich muss mir auch was eingießen, wenn ich trinken will, glaube ich, ne? Thorsten, du musst dir noch was eingießen. Ach, Erik ist fertig. Und kommt noch einen Moment gewartet, dass hier alles springt. Ah, du bist sowas von gut. Das passt nämlich gerade. Thorsten, hast du schon Werbung geschaltet? Ja, danke schön übrigens. Na, ich frag nochmal, ne? Fragst du einen Freund? Nee, ich danke dir. Cool. Oh, die ist wieder genau in den Riss reingeflogen, hast du gesehen? Ja. Yep. Echt zurückgeflogen. Oh, wieder raus. Und da kommt die nächste raus. Ja, ja, das fetzt ja. Zack, erledigt. Und da war sie wieder brett. Ja, ja. Ja, entschuldige. Mensch, Erik. Die hat noch nicht richtig gelebt, da war sie schon, ne, naja. Mindestens. Naja, ne. Der Big Boy fehlt heute, fällt mir gerade so auf. Achtung, ich folge Conny. Wo gehst du hin, Conny? Achim, wie geht dir das, Achim? Es könnte besser sein, es geht gar nicht mehr so, aber es muss. Je, oh je, oh je. Na schade, Achim, dass du nicht mitkommen kannst am ersten. Dich hätte ich auch gerne mal persönlich. Ja, ne? Ja. Sonst kommst du mit deiner Harley, Achim. Das wäre schön, ne? Ja, Achim, kriegen wir das trotzdem noch auf die Reihe irgendwann, ne? Wenn ich mal nach Berlin komme, ne? Ja, ich denke, können wir uns sehen. Gut. Denn das ist ja auch kein Problem für mich. Weil mein Schätzelein will eh nochmal einen Abstecher machen. Ja, die möchte Berlin nochmal sehen. Für den schönen Alexanderplatz, um Gottes Willen. Boah, nee. Nee, denn dann habe ich ihr schon vermiest jetzt. Die will in den besagten Park hier. Mit mir schöne Decke aufspannen, Erik, ne?
Görlitzer oder um die Drogen? Im Görli, sie will im Görli mit mir. Wenn dann gleich die volle Packung. Ne, ja, logisch, Erik, hallo mit kleinen Dingen, der lächerlich. Brauchen wir hier eine Rüstung oder brauchen wir eine Rüstung? Eigentlich nicht, wahr? Nee, Achim, das Ding ist das. Ich kann dann schneller nachtanken hier mit meinem Stimpack. Die Damen und Herren, ich mache Feierabend, ne? Okay, Sigi, meine Herren. Okay. Gute Nacht. Sigi, gute Nacht, schön, dass du da warst. Ich danke dir, Sigi. Ciao. Ciao. I'm coming, I just finished the daily. Also der kommt jetzt auch. Der T-Nex ist da, jawohl. Ja. Alles klar. Der Kleine hat doch eine spiegelnde Strahlung, warte, hat er ein Problem jetzt. Ja. Solange der redet, würde ich oh ja, oh ja. John, it's very dangerous here. Wir müssen ein bisschen auf ihn aufpassen jetzt hier, ne? Gut, gut, dass du sagst, Achim. Ich kenne doch. War Oma gucken. Ja, ich werde mal gucken. Erik hat. Aber Erik, deine Bank hast du unten, ne? Nein, so kommt nicht. Und denk dran, ne? No shot of Brenda. Genau. Don't shot the Queen. Ja, genau. Body, aber mal ganz im Ernst. So komme ich da auch hin. So. Oh Leute, umschwärmt, haut rein. Nicht auf Brenda shaken. Die landet jetzt eh unten. Ja, die kommt ja. Die landet hier unten. Voll. Sehr geil. Don't shot the Queen. Stadi kommt. Stadi kommt. Stadi kommt. Wieder mal Stadi kommt. Hallöchen. Ein Stadi. Ja, halt. Kosten? Ja, oh, was? Oh Gott, in der Powerrüstung? Oh, ich habe eben schon gedacht, Dan ist schon ernst. Danke dir, klasse. Oh je. Au! Oh, warte doch mal nach. Rolli? Ja. Nee, Rolli ist ranzige Katze. Wo ist die ranzige? Oh, ist erledigt. Ach, der ist schon down. Das geht schnell, ja. Aber es ist ein Event hier, deswegen. Na, Harry, das hängt aber mit deinen Netzstrumpfhosen zusammen, ne? Die sind natürlich gefährdet hier, ne? Und Kirsti, wie war dein Urlaub? Sehr kalt. Ein vom Schnelligersten. Kalt und windig. So war es am Nordpol? Ost. Mhm. Ost, ja, müsste mal Red Away nehmen. Achso, John, get the Red Away, please. You have a Red Away? No shot of the Wo ist er? Wo ist er überhaupt? John, you understand? Get a red away, please. Thorsten, ja, Harry. Harry, los. Da ist er, Sean, da ist er. Extra mit denen mit Freund. Erik, ich baue mal schnell eine Power-Rüstung da unten. Ich habe gerade ein Level up, ich kann jetzt erstmal darauf verzichten hier. Ne? Lad doch mal nach, Mann. John?
Eine Power, die Raider-Rüstung müsste ich ihm machen können, ne, Erik? Ja. Ich werde mal in deinen Bunker reingehen hier. Ach, ich brauche ja ein Chassis hier. Ja, es wird im Game so laut sein, da wird nichts passieren. Nee, das denke ich auch, Erik. So, dann machen wir die erstmal schnell hier, die Tiere sind ja auch nicht. Also heute geht das ja auch wieder. Ronny, hi und Thorsten. Oh, schon wieder. Ronny? Ja. Get the Stimpack. Nein! Ja, alles gut. Oh, der ist down. Aber hier, wie gesagt, er kommt immer wieder. Wo landet er jetzt? Ah. Er landet doch nicht in der Strahlungszone, oder wie? Ob die eigentlich so jetzt, dass er nicht landet. Er ist schon wieder da. Gut, sehr gut. Aber er müsste Red Away nehmen. John, get the Red Away. Harry, get a Stimpack, Harry. But I want to... Ja, läuft doch. Haben wir gewonnen oder wie? Nee, die ist doch nee, gut. Nee, aber sieht doch gut aus. Guck dir mal die Haufen hier oben an, das ist doch schon mal gut. Ja. Das sieht gut aus. Nein, haben wir hier Atlas, no. Don't shot the Queen, please. Attention, attention, don't shot the Queen. Don't shoot. Oh, don't shoot. Oh, ja, die danke. Ist wieder da. Aber antwortet nicht. Das ist halt recht. Naja, Atlas, der hält voll drauf hier. Naja, ist egal. Aber weißt du, woher das habt? Dann ist es auch in dem Lied I Shot the Sheriff. Charlie. Ja, Shot. Wie soll man das erklären? Das ist halt ein Ausspracheänderung, je nachdem, wie man den Satz formuliert. Ach so, alles klar. I also, shot. Don't shoot, I shot. Genau. Ich erschoss den Sheriff nicht. Genau. Alles nicht klar. Schießen, ich erschoss. Alles klar. Okay. Ja, gut, siehst du. Alles gut, Charlie. Danke dir. Ja, Leute, hier lernt man noch ein bisschen was dazu. Genau. Guck, leuchtet ein. Unser Neuer ist auch schon 5 Level auf. Also das ist eine Verneinung im Prinzip. Das erste, also mit iShot. Nee, eher... Das eine ist Present Perfect, das so, andere ist Simple Pass. Okay. So, was sagst du, der neue ist was, Kirsche? Schon 5 Stufen aufgestiegen. Das geht natürlich schnell hier. Ist jetzt 25. Nur falls du denn, was baust. Ich baue was, ich danke dir, das passt nämlich. Das. Charlie, ich danke dir. Das hämmert sich gerade in meinem Gehirn rein, Charlie. Ist cool. Ich finde das gut. Ja, Leute, ihr merkt auch im Livestream, man wird alt wie eine Kuh, aber lernt immer noch dazu. Aber egal, wie ich das jetzt hätte ausgesprochen, Charlie, sie haben trotzdem auf die Brandweste geballert. Das denke ich. Ja. Oh, Dark Shadow ist aus der Gruppe. Der war auch schon lange nicht mehr hier. Nunu.
Fiberglasrüstung. Das, irgendeiner hat es rausgefeuert hier, siehst du? So, erstmal den ganzen Kram hier wegschmeißen. Das hat sich aber mal gelohnt. Fische, was machst du da unten? Im Schneidersitz sitze vorm Kochtopf hier. Habe ich gesagt, Charlie, wenn man das auch anwendet, auch wenn man muss sich halt überwinden, das trotzdem zu sprechen, dann lernt man das auch besser, als wenn man sich immer nur mit Vokabeln beschäftigt. Das werde ich auch noch machen demnächst. Aber ich sag mal, das Sprechen ist ja auch trotzdem. Ja, und dann, wie gesagt, wenn man dann auch unterstützt wird, was ich sehr gut finde. Ich finde es genial. Je sicherer wird das dann. Ich Bauplan leuchtende Flatwood Monster. Was ist das? Lackierung oder was? Das ist immer nicht so ausgeschrieben. Moment, Details. Lampe? Leuchtende Flatwood Monster Lampe? Aber das ist jetzt nicht die Helmlampe. Das ist eine normale Lampe, ne? Nee, das. Ja, das ist so eine Tischlampe. Ja, genau. Die habe ich nämlich noch nicht gekriegt. Den habe ich noch nicht gehabt, den Bauplan. Den Blauplan meine ich jetzt, ne? Okay. Okay, join. John, mal schauen. Ich besorg mal ein Chassis. Oh, ne. Anti-Rüstung brennen Kettensäge. Donnerwetter. Rüstungsdurchdringend. Aha. Nicht schlecht. Die werde ich doch mal. Ja, behalten. John? Ah, yeah. You get a Power Armor Chassis and then I make you Power Armor. Geil. Thank you, man. I'm very heavy at the moment. Ja, yeah, okay. Nicht schlecht. So, ich werde schon mal zum. Ich werd erstmal gucken, bei Siebenstein oben hängen immer so ein Ding rum. Ich guck nochmal woanders. Ja, wenn ich nichts sehe, dann ne, sprechen wir uns beide genau. Ein Chassis suchen oder ja, was? Ja, ich okay. Muss gerade niesen. Oh Gott. Okay, weg. Gesundheit. Ja, danke. Ist noch nicht. Ach ja, naja, schade. Dann ist mir auch einiges klar. Ich müsste in eine eintreten, dann habe ich sie, oder? Ja. Ja, ja, denke ich das. Ich habe gerade was anderes gelesen, Leute. Kannst du einsammeln. Ja. Ich kann den Bagger für ihn herstellen. Okay. Oh, nice. Ist okay. Frederico. Okay.
Gettes Chassis. Also der Federico würde ihm helfen und macht ihm eine Power, eine Bagger-Power-Rüstung. Ich besorge mein Chassis. So, den werden wir jetzt erstmal aufnehmen bei uns in der Gruppe, den Federico, Leute. Das ist dieser Tynex, ja. Ja, der schrieb das hier gerade, Rolli, wenn du guckst. Also, ach so. Ja, ich finde das absolut den Hammer gerade. Ich mache ihm 2 Stück, egal. Also ich habe jetzt ein Chassis. Wollte ich gerade sagen, Kirsche hat doch ein Chassis. Ja, den brauche ich doch gar nicht, denn okay. Okay, Federico. Ich habe ein Chassis ja gefunden. Ja, er soll ihm eine Baggerrüstung machen. Ist okay, Federico, ist okay. Then we go to my camp in the casino. Kirsche, wir gehen in mein Camp in the Casino. Ja, ich... Okay, I just need a station to craft it. Mendocino. In my casino. Mendocino. Ja, join to my camp. Oh, ich bin schon wieder so laut, ich krieg gleich eine WhatsApp, das dauert nicht mehr lange. Join to my camp. Federico, join to my camp, please, okay? No problem. Kann das mal einer reinschreiben, bitte? Klar, du bist selber zu fett. Na, ist doch wahr, Mensch, oder? Natürlich. Du bist aber viel fetter Tag. Wer ist denn hier Speed Lama? Ach, das ist wirklich. Heißt das, war Witz jetzt? Ach so, oh Mann, ey. Na, bist aber drauf reingefallen, ne? Ja, naja. Nicht mehr so doll mit dir, ne? Oh, warte mal, warte, Liste. Tropf ist gelutscht. Strich, so. Na, da sind schon ein. Naja. Was? Naja. Hast du so eine. Was hat Sheldon hier, so eine Hassliste oder so? Ja, aber da kannst du sicher sein, da. Na, die habe ich auch. Wie arbeiten wir denn ab? Frühstückseier sind da drauf und mein Bett manchmal, je nachdem, weißt du. Okay, Kirsche ist schon da, die kommt gerade aus dem Fundament bei mir raus, sehe ich gerade. Ich muss ja noch ein paar Lunchboxen einkaufen gehen, schnell. Aha. So, Kirsche, jetzt müssen wir bloß noch warten auf den Tynex. Das ist der Scene. Der Tynex macht dir eine Baggerrüstung und du hast die... Dings. Ich hab ein Chassis. Ich kann das Chassis ja schon mal raushauen, ne? Nee, das musst du unten rausholen. Ach so. Das braucht der Tynex, der macht den Weg. Can you please give me a cool outfit, because I don't like the Vault 76. Okay. Thank you, man. Also die Unterrüstung braucht er jetzt, ne? Mhm. Hab ich doch, Mensch. Was, Harry? Jeder hat hier was. Ich krieg hier einen Hammer. Ja, aber die Unterrüstung, also, kann man die überhaupt ablegen? Ja. Okay. Du musst nur die richtige nehmen. Marine taucht an, so geht. So, jetzt brauchen wir noch mehr Rüstung. Also ich hau ihm jetzt erstmal eine Rüstung rein hier. Leichte Rüstung. Das habe ich ihm ja schon mal gemacht hier. Er ist Level 25, ist er, ne? Jupp. Dann mache ich ihm erstmal Level 20. So, dann kriegt er die Bagger-Power. Ich finde das so genial, dass jetzt hier alle mitarbeiten. You can go Level 25 as well. Yes, okay. I make armor for level 20. Right, thank you. Yeah, you're welcome. Thank you so much. Okay. Oh, here. So, is first one. Stop. Is Fallout first or getting? You have Fallout first? I might buy. I don't know. Okay, here's the Fallout first chest. Yeah. Oh, die ist nicht blau. It has a few nice gimmicks, but it's not really necessary to play the game. So, just so you know. Yeah, but when I was playing on my other character, it was constantly like, I couldn't, I had too much weight in my... Yeah, I know. Yeah. So, here's a... Armor. Was hast du mir jetzt hingelegt? Ein Marinetaucheranzug. Schützenden. Ist das eine Unterrüstung? Eine Unterrüstung. Oh, die ist auch gut. Okay, warte, ich nehme die andere weg. Dann nehme ich die andere weg. Dann haben wir alles hier. So, Kirsche macht Waffen. Die kannst du nicht ablegen. So, und was machst du ihm für Waffen, Kirsche? Ich mache ihn jetzt einen Ausputzer. Einen Ausputzer, sehr gut. Dann braucht er 45er. Ich habe noch 147
Fixer heißt das, ne? Okay, Fixer, hier, ja. 45. Hier ist Ammo for the Fixer. Ich habe mehr habe ich nicht. Ich habe nur 147 Stück Schuss. Warte, ich kann ja noch mehr machen. Du hast gar nicht gesagt, dass Freunde kommen. Wartet hier. Was? Schnell was auf. Du hast gar nicht gesagt, dass Freunde kommen. Ach, die mit ihren Freunden geht mir auf den Zünder, Harry. Das sag ich, Harry, mach ich das mal klar hier. Das sind alles Freunde. Du hast gar nicht gedacht, dass der Freund kommt. Alter Fall. Du hast gar nicht gesagt, dass der Freund. Doch, habe ich doch gesagt. Wieso kann ich keine 45er mehr herstellen? Weil ich kein Schießpulver mehr habe. Deine Oma hat kein Schießpulver mehr. Munition, Schießpulver, Säure und Stoff. Mal gucken, ob er den aufnehmen kann. Achso, der hängt jetzt. Was machst du jetzt, Harry? Okay, Tynex, hier, pass auf. Tynex, you have a chassis? Hier, Kirsche, du hast den Chassis, ne? Ich hab den Chassis, ja. Gut, hier, she had a chassis here for you. She had a chassis for you? Kirsche 19-0 had a chassis for you. Ich glaube, der hört. Thank you so much. So, and then Tynex make power armor, the Becker Navy has a graver armor for you. The Tynex make the armor for you, okay? Okay. Die muss er jetzt erstmal einsteigen. Seine raus, jetzt nackt er drunter. Es ist so geil. Ich liebe das hier, Alter. Das Spiel wird immer geiler hier. Und ich bin schon wieder.